So, hier sind wir wieder. Die Ruckelorgie ist hoffentlich vorbei. Ja, ich habe mich noch nicht da oben ausgelockt, das war mir dann doch zu gefährlich. Okay, halt, stopp, ich sehe dich. Guck mal hier hoch, links von dir, hinter dir jetzt. Hier oben. Oh, nee. Es hängt. Jetzt geht's wieder. Siehst du mich? Nee. Hier oben. Ach, da oben. Ja, jetzt sehe ich dich. Okay, links von dir ist eine Leiter, aber warte mal, hier oben ist zu gefährlich, ich komme runter. Ja, außerdem gibt es hier, du brauchst keine Leiter zu nehmen, du kannst einen Aufgang nehmen. Ja, das Treppen. Meinte ich mit Leiter. Na, lass uns mal irgendein Haus suchen. Komm, wir nehmen das gleiche wie eben. Welches? Ja, genau, das ist, nee. Vielleicht treffen wir da wieder auf den, auf die zwei, nee, Granaten. Nur sein Kumpel abknallt. Der, ja, der hat auf dich geschossen. Wir haben zuerst das Feuer eröffnet. Ja, aber trotzdem, der wird immer kommen, weil wir haben doch seinen Kumpel abgeknallt und er ist jetzt alleine. Hier, geh mal rein. Ich will. Oh. Es hängt, es hängt, es hängt. Und ich bin wieder raus. Ich bin drin, ich gehe aber Treppe nach oben. Ja. Boah, geht die Tür da auf? Die geht auf. Dann lass uns da auch noch rein. Ja, schau mal von da, da. Mach mal zu. Okay. So, hast du Zeug, sonst kriegst du meins? Ach, was brauchen wir denn nochmal dafür? IV Starter Kit und Bloodbag Kit. Warte hier, ich werf's einfach auf den Boden. Fuck. So, was muss ich jetzt nochmal machen? Ich weiß nicht, nimm erstmal beides in die Hände. Erst das IV Starter Kit, das haust du mir dann in den Arm, in die Vene. Und dann verbindest du das mit dem Bloodbag. Oder machst du es zuerst, ich weiß nicht. Also, ich habe mit dem IV Starter Kit kein Auswahlmenü. Dann nimmst Bloodbag. Nein. Collect Blood. Was? Ja, genau. Von mir aber, nicht von dir, ne? Ich weiß nicht, steht nur Collect Blood. Mehr nicht. Ja, probier's mal. Warte mal, kann ich die beiden irgendwie... Und danach müssen wir ganz dringend Essen und Trinken suchen, damit ich wieder essen kann. Und mein Blut wieder regeneriert. Wollen wir mal gucken, Collect Blood. Okay, Date. Collect ist von mir Blut, sehr gut. Das kann ich mir dann... Ah, dann brauche ich auch wieder ein IV-Kit, ne? Wenn ich mir das wieder zurückgeben will. Ja, ja. Na gut, ich habe, glaube ich, nur eins. So. Farbe ist weg. Liegt auf dem Boden. Okay, ja, ich sehe es. Dankeschön. Und das IV-Starter-Kit mache ich auf dem Boden. Ist das noch gut? Nee, warte mal, wo ist denn das jetzt? Das ist verbraucht. Nee, das Starter-Kit ist noch in meinem Rucksack. In meinem Dings. Ja, dann gib mal wieder her. Vielleicht brauche ich das später noch. Ja. Danke. Brauchst du was zu essen? Ja, ich... Ja. Ja. Danke. Ich hab mehr als... Also ich hab mehr als passend momentan. Dann hau ich mir die Dose jetzt erstmal rein. Jetzt auch nochmal. Dose Spaghetti ist nämlich schon beschädigt. Und bevor die ganz ruiniert ist, esse ich sie auf. Aber ruiniert, mal alles kontrollieren hier. Der hat ja immerhin auf mich geschossen. Nicht, dass irgendwas kaputt gegangen ist dadurch. Also mein Dosenöffner ist seit vielen Folgen ruiniert und er funktioniert immer noch prima. Gut, man kann jetzt einen Look anhand der Texturen sehen, dass etwas kaputt ist. Aber sieht alles noch ganz gut aus. So. Aber mein Rucksack ist badly damaged. Okay. So, eigentlich brauche ich das Bajonett gar nicht. Ich glaube, das Bajonett mache ich wieder weg. Jetzt habe ich mir Bloodbag IV gebaut. So. Okay, es hält nur einen Tag, steht hier. Hm. Oh. Das ist ja dann ziemlich nutzlos. Ja. Oh, das hat hier schon wieder, ey, Mann. Wahrscheinlich hat der Server gerade viel zu tun. Okay. Gut. Ah, was habe ich jetzt gemacht? Nachgeladen. Ich habe das Magazin gewechselt, verdammt.
Ich finde das immer so blöd, dass man mit dem Mausrad Türen öffnet, aber wenn man dann nur ganz leicht scrollt, macht man was anderes damit. Mit der Taste F öffnest du auch Türen. Ah, okay. So. So. Ja, gute Frage. Du darfst die Himmelsrichtung bestimmen. Ich habe keinen Kompass. Ja, du darfst, such dir einen Weg, das war mit gemeint. Vielleicht filmen wir uns ein paar Verrückte. Also wenn ich jetzt angeschossen werde und am Boden liege, haust du mir erst Adrenalin ins Herz und danach nimmst du aus meinem Rucksack die Blattbeck und gibst es mir bitte. Ja gut. Und vielleicht lebe ich dann wieder. Lass uns mal ein paar Häuser durchsuchen, oder? Ja, nimmst du das, ich nehme das hier. Ich könnte mich echt noch ein bisschen essen und trinken gebrauchen. Ich habe jetzt alles verzehrt, was ich hatte. Boah, ich finde immer mehr und mehr Bärentöter-Munition. Das ist gut. So, ich müsste sowieso mal meine Hose wechseln. Wir sind im selben Haus. Wirklich? Das hängt schon wieder. Ja, hier gibt's nicht viel, das war's. Ach, hier geht's noch hoch. Das ist eine weiße Hose, aber meine andere Hose war beschädigt. Ein Teppichhändler gefunden. Den Raum habe ich auch noch nie gesehen. Was hast du gefunden? Das sieht aus wie ein Raum von einem Teppichhändler. Ach so. Geh mal ins nächste Haus. Guten Tag. Du läufst gerade rückwärts die Treppen hoch und gegen Wände. Jetzt bist du wieder. Ich bin wieder unten. Ah, da bist du ja. Gut, ich gehe in das Haus rechts von dir. Das ist immer mal für so eine Sekunde. Ich glaube, der Server hat zu viel zu tun. Oh, zu viele Leute umgebracht. Es gibt gleich einen Neustart. Ach, Dosenfutter, sehr gut. Break-in. Brauche ich nicht, will ich nicht. Sag mal bitte, wie heißt denn unser Auftraggeber in unserer D&D-Runde? Weiß ich schon gar nicht mehr. Weil ich habe das ja immer gemacht. Ich habe vielleicht noch deine Magnum gefunden. Oh cool, ich habe Bärentöter-Muni gefunden, nehme ich mit. Das in dem ein Abenteuer, was wir damals gespielt haben, hat unser Auftraggeber uns doch immer jedes Jahr zu Weihnachten Geschenke gegeben. Weißt du das noch? Ja. Das würde ich eventuell auch gerne machen. Nur weiß ich nicht mehr, wie der Typ heißt. Du, Bücher liegen alle hier. Du kannst du nachher mal schnell reinschauen. Okay. Kommst vielleicht 10 Minuten früher. Dann bastel ich nämlich noch ein paar Items. Oh, das ist gut. Eine grüne Regenjacke gefunden, wenn du brauchst. Nein, danke. Ein Cowboyhut? Nein, ich bin mit meinem militärischen Helm sehr zufrieden. Das ist übrigens auch was Neues. Ein richtig geiler Cowboyhut. Jaha. Fliegerhelme sind auch neu, oder? Also Pilotenhelme. Ja, ja. Die sind auch neu. Und diese Hardheads. Die Bauarbeiterhelme. Und wir haben auch Rucksäcke gesehen. Also, was heißt Rucksäcke? Schulranzen für Kinder. Ja, die sind süß. So rote Schulmädchen-Rucksäcke. Kann man bestimmt gut nach Japan verkaufen. Ja. wo bist denn du jetzt? Ich bin in ein Haus reingegangen. Ich glaube, gegenüber von dem Haus, in das du gegangen bist. Okay, ich gehe ins nächste Haus. Gaskocher, ey. Habe ich noch nie gebraucht zum Teil. Weißt du was? Ich nehme jetzt mal einen Gaskocher-Kartusche mit. Und wenn ich dann einen Gaskocher finde, werde ich mal eine Dose Bohnen drauf machen. Mal gucken, was passiert. Brauchst du eine Sprengfalle? Oh yeah. Oh, ob man das Teil irgendwo hinlegen kann und draufschießen kann? Glaube nicht. Das werde ich jetzt einmal probieren. Wenn ich hier in sicherer Entfernung das Ding platziert habe. Am besten hier hin. Wo bist du gerade, wenn ich jetzt rausgehe? Das Ding geht wirklich hoch. Ganz im Haus? Im Haus. Ja. So, ich nehme die Magnum. Die hat, glaube ich, eine höhere Durchschlagskraft. So, Achtung. Ich schieße jetzt. Schüsse hört man wirklich ganz schön weit. Okay, nehme ich die M4 jetzt. Die Magnum bringt nichts.
Ja, bringt gar nichts. Warte, ich schieße noch ein bisschen meine Magnum drauf, weil eben gerade habe ich einen Abpraller gesehen bei der M4. Okay, Munition ist alle. Oh, was haben wir hier gefunden? Eine Shotgun. Aber nehme ich nicht. Wobei in einem Testvideo gezeigt wurde von einem anderen Spieler, dass die Shotgun auf mittleren Entfernung auch noch verdammt tödlich ist. Der Gaskanister hat keinen Kratzer bekommen. Ah, die sind aus Titan. Ja, wahrscheinlich. Oh, hier ist noch einer. Der ist pristine, den nehme ich mit. Dann lege ich den anderen weg. Oh, in das Gebäude gehe ich rein, da könnte man was finden. Aber das wäre so geil, wenn man sowas bauen könnte. So, weißt du, so Benzinkanister und Gaskanister irgendwo hinstellen und draufschießen. Klar, ich meine, in Mythbusters haben sie es getestet, das geht eigentlich gar nicht. Aber es wäre schon cool, wenn man es im Spiel machen könnte. Das war ich, wenn du es gehört haben solltest. Ich habe nichts gehört, ne. Gut. Ich gehe mal in dieses Gebäude, Schule, glaube ich. Oder da bin ich auch gerade rein. Achso. Aber da kann... Komm ruhig rein, hier kann man für alle was finden. Die Hintertüre. Hintertüre geht nicht auf. Gucken, ob es noch eine gibt. Oh verdammt, die eine Tür schon offen. Gibt jeweils links und rechts Türen. Ziemlich großes Gebäude. Ja, das geht auch ganz schön hoch. Da bist du ja, hallo. Oh, bist hallo. Du jetzt schon hoch, oder was? Ich bin eine Treppe hoch. Dann gehe ich eine weitere hoch, als ich hier noch hängen würde. Hä, bist du schon hier bei mir? Ich habe dich gerade vor der Wand laufen sehen, ja. Sehe ich gar nicht, ich bin nämlich schon etwas weiter oben. ...7,62 × 39. Meins. Nehme ich mit. Damit verschanze ich mich jetzt auf irgendeinem Berg. Ja, Sniper Hill. Ja, jetzt bräuchte ich aber noch ein Zielfernrohr. Ach ja, richtig. Das bräuchte ich übrigens auch noch für die M4. Ganz am Anfang, als ich das erste Mal am Bolota Airfield war, habe ich eins gefunden. Sogar mit vielleicht... M4 dran. Oh Gott, das hängt, ey. Das sind aber immer nur so für Bruchteile. Ja, so, das war's. Oben ist Ende. Hey, geht's denn aufs Dach? Ja. Okay. Mal gucken, wie genau die Magnum ist auf so eine Entfernung hier. Das sind locker 50, 60 Meter jetzt. Wohin schießt du jetzt? Auf die Straße. Ah, nicht so genau. Oh. Ha, nicht getroffen. Es kommt ein Zombie jetzt ins Krankenhaus. Schule. Oh, vielleicht mehr als einer. Hier hört sich schon. Uah. Die macht aber auch einen Lärm. Okay, das sind zwei, drei Stück, ne? So wie es anhört. Ja. Welchen Stockwerk hast du geschossen? Boah, die kommen. Vom Dach. Ich war das. Einer so, ich kletter jetzt die Leiter runter an der Seite. Oh, diese Hängbleiber nerven schon ein kleines bisschen, ne? Ja. So, ich habe ihn ins Bein geschossen und er fiel tot um. Eine vergiftete Wirkung. So, ich komme raus an der Seiteneingang. Da ist er. So, und nun? Ja, wollen wir uns vielleicht... Wir können da Richtung Balota gehen und gucken, ob wir da endlich mal Zielfernrohr finden. Ach, da laufen wir jetzt wieder in der Folge.
Oder wir bleiben weiter hier und hoffen, dass wir jemanden erwischen, der auf uns vorher schießt. Natürlich, der ein Zielfernrohr hat. Gut, dann lass uns doch mal zur Feuerwache gehen. Weil, wenn jemand irgendwo ist, dann ist das Feuerwache Krankenhausschule. Mach doch mal gerade auf den Timer. Der Timer sagt, wir können ruhig noch 2 Minuten. Sehr gut. Ich treffe mir auf den einen Knaben von eben. Ja, warum sollte der uns angreifen? Naja, A, wenn er vielleicht eine gute Gelegenheit wittert. B, er ist verzweifelt. C, er will Rache. Ja, auf jeden Fall. Würde ich auch haben wollen. Das nervt schon ein bisschen, ne? Doof, das ist wirklich, das trübt so ein bisschen das Spielgefühl. Ja, weißt du was, wollen wir nicht einfach das nächste Folge machen? Ja. Für heute Schluss machen, lass uns hier in die Bude. Oder ne, ich will nicht in ein Haus, ich will irgendwo, wo es sicherer ist. Gucken ist gut. Ja, wenn du in irgendeinem Haus einloggst, dann lädst du erst nach und dann bist du erstmal nicht zu sehen. Und irgendjemand kann dich dann abknallen. Ach, der Schuppen. Ich nehme den Schuppen. Scheiße, der Wald ist so weit entfernt. Ich nehme dieses so, ihr Lieben, hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir garantieren beim nächsten Mal ein bisschen Spannung und Action. Mal sehen, wer überlebt. Macht es gut. Ciao. Ja, bis dann. Tschüss.